Hallöchen, 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 da sind wir wieder. Und ja, wir machen auch direkt weiter. Wir sollen zu ihm zurück. So, hat sogar geklappt. Oh, hier, diese Kisten. Gut, dass ich hier runtergesprungen bin. Nicht, dass ich nochmal hier hin muss. Hallo? Ich noch, bitte. Oh, meine Güte. Oh, will mich gerade hier verarschen. Was ist das? So eine vollautomatische Waffe. Okay, was haben wir hier? Hast du das, ne? Wie war's wohl? Wie geht das wohl auch? So, ich hoffe, dass es einen normalen Ausweg gibt. So. Oh, das ist ja runter. Ingewehr. Auch jetzt eigentlich so gar keine Waffen mehr, großartig. Wir haben ja so gesagt alles. Wenn hier schön ist. So. Ungewehr. Wir nehmen alles mit. Etwa. Blaue Waffen, also. Alles. Inventar voll. Was haben wir denn? Eher Schrott irgendwie. Zerlegen. Fackeln können wir fallen lassen. Die brauchen wir eigentlich nicht. Okay, ab schnell nach oben. Wir haben ein paar Sachen mitgenommen, reicht ja. So, suchen wir uns den Weg nach draußen. So schnell zurückkommen. Sprugger. Ich muss gucken, wo ich zu meinem Auto komme. Ich dürfte irgendwo hier oben sein. Hey, okay, alles klar, alles klar. Alles klar, da kommen wir nicht hoch. Also sehr schmerzhaft. Auch nicht hoch. Alter Schwede, was soll denn da? Und steht's da hoch? Okay, ich werde verrecken. Ich werde verrecken. Hast du gesagt, ich werde verrecken. So. Oh, ich kann mein Auto zurückrufen. Wer ist das denn? Wer ist das denn? Ich kann hier mein Auto zurückrufen. Umgerät, wo bist du? Hier.
Perfekt, Auto da. Alles gut. Alles super. So. Willst du den zurück? Alles klar. Und ich hab mir mein Auto immer noch nicht angeguckt. Ah, la 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 la. Hier ist ja wieder Riese, wo muss ich nehmen? War das jetzt hier runter? War das jetzt hier runter? Ja. Mal den Wegpunkt wegmachen. Das wurde der Wegpunkt. Ey, ein Stück die Gleisen entlang. Was ist richtig fahre, ja. Denn nee, ist der Spacko wieder da. Nee, 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 nee. Das wollen wir nicht. Ist das ein Wichser? Geht doch gar nicht, ey. Aber ich bin drin, ne? Ja. Es ist sehr gut, dass ich drin bin. Ich stand mit dir hier. Hier ist die Ramaske, Attila. Keine Ahnung, ob sie irgendwie hilft. Hören Sie, die Mutter ist besessen von dieser Prophezeiung. Wenn die Welt von Seuchen heimgesucht wird, wenn Dunkelheit die Erde verschlingt, wenn Menschen sich wie Tiere verhalten, wenn Seele und Körper der Menschen verderbt sind, wird kommen ein Mann zu empfangen die Gnade des Lichts durch das größte Opfer von allen. Und durch ihn wird der Gott der Sonne offenbart. Durch ihn wird er sprechen und seine Stimme wird gleichermaßen Licht wie Heilung sein. Und er wird die Tore des Todes passieren, auf das er neues Leben bringe. Auf jedem der restlichen Gemälde trägt der Gott der Sonne oder ein Priester, der ihn anruft, eine Maske wie diese. Also ja, Mr. Crane, ich glaube, Sie haben mir sehr geholfen.
Brauchen Sie sonst noch was? Nur Zeit und Frieden. Ich muss alles niederschreiben. Ich werde die Akolyten wissen lassen, dass sie mir geholfen haben. Danke, Mr. Crane. Ich gebe Ihnen Bescheid, sobald ich fertig bin. Dann bis morgen. Versprochen? Gut, dann werde ich auf Sie warten. Okay, soll ich bis morgen warten? Okay. Schlafen wir einfach bis morgen hier. Würde ich sagen. Ich mir dann so denke. Schlafen wir einfach bis morgen. So, wir haben ihn jetzt weg. So. Aber bis morgen geschlafen. Jetzt. Neuer Ort markiert, okay. Neuer Ort markiert oder nichts markiert. Okay. Da waren wir ja. Jetzt keine Quests hier. Oh, bei denen läuft da noch ein PC. Cool, was mache ich denn jetzt? Da was. Ja, pack mal den Triss aus. Danke. Jetzt sag mir, was hier am Bach ist. Gott, so. Die Sachen. Kann ich Auto zurückrufen? Irgendwie auch reisen? Schnellere. Denn hier. Gar nicht. Okay. Okay, das war Missionen. Auch eine Maske. Alles klar. Lassen wir uns mal rausgehen hier. So, bohren wir uns jetzt die nächste Mission. Hier sind noch kleine Missionen. Ja, Fieber. Zwei getrennte Wege, okay, alles klar. Noch mehr helfen. Ich habe einen Sockenschuss nicht mehr gehört. Wie viel haben wir denn jetzt? 82, okay. Soll ich den nochmal platt machen? Nee, ich möchte dir aber nicht helfen. Nur zu meinem Auto. Weg von hier. Oh, mein Auto. So. Komm mal. Blockieren. Wir wollen gehen. Richtig, oder? Was ist das hier?
Nee. Nehmen natürlich schnell alles mit. Aber auf. Oh nee, ich brauch Benzin. Benzin. Auch Schrauben. Benzindeckel hier. Austauschen. Okay, alles klar. Dann Abmarsch. Oh, hier, wir kommen. Wollen wir das jetzt richtig fahren? Wir fahren nicht. Wir müssen fahren. Wir müssen an den Gleisen lang. Nein, Master Tiller, sein Schweigen dauert schon zu lange an. Hast du dich nicht bei euch gemeldet? Sagt jedenfalls, dass er es wollte. Ich habe ihm bei seinen Forschungen geholfen. Ich meinte, dass er jetzt etwas Zeit braucht, um alles aufzuschreiben. Würdest du bitte in Erfahrung bringen, warum er sich nicht gemeldet hat? Wir müssen sicher sein, dass er seine Aufgabe beendet. Okay. Jetzt ist ein Witz, muss ich jetzt wieder zurückfahren. Ein Witz, ne? Scheiß hier auch an. Alles klar, haben wir auch. Hätte ich einfach mal da gewartet, ne? Richtig, ja. Okay, wir sind schon mal drin. Dann uns beeilen, ja. Jetzt einfach noch mal was hier gebartet hier. Gut, dass er tot ist. Kein. Das, was ich getan habe, wird der Mutter eine bessere Antwort auf ihre Fragen geben. Als die Forschungsarbeiten, mit denen ich hätte Zeit verschwenden können.
Ich war ein berühmter Ethnofotograf und kam auf Einladung der Frau des hiesigen Kolonels nach Harran. Der Kolonel, die Mutter, diese Worte wurden hier mit größtem Respekt ausgesprochen. Nach einer Weile waren es für mich Amir und Jasmin. Wenn es je ein glückliches Paar gab, dann dieses. Auf Wunsch des Kolonels blieb ich zurück, als plötzlich die Hölle los war. Ich war hier, als er zurückkam, um sie zu holen. Und ich wurde Zeuge, als er gebissen wurde. Wiederum bat er mich zu bleiben, und ich erfüllte ihm diesen Wunsch. Ich dachte, dass er wollte, dass ich sein Leiden beende. Aber das war nicht der Fall. Er gab mir etwas, was ich an sie weitergeben sollte. Jedoch nur, wenn mich ihr Geisteszustand nach dieser Tragödie nicht beunruhigt hätte. Aber ich habe sie nie wieder gesehen. Ich fühlte mich zurückgewiesen und alleingelassen. Und nun, da ich bald sterben werde, kann ich mein Versprechen nicht halten. Sie will mich immer noch nicht sehen. Aber Sie sind anders, Kai. Sie haben die Chance, ihr zu begegnen. Ich habe deshalb auch keine andere Wahl als das, was der Kolonel mir mitgegeben hatte, Ihnen anzuvertrauen. Ich weiß, dass Sie die richtige Entscheidung treffen werden, wenn der Zeitpunkt gekommen ist. Prägen Sie sich diesen Code bitte gut ein. 25198603. Ich bitte um Vergebung für all meine Fehler. Attila H. Okay, alles klar. Hat sich das schon geklärt? So, aber ich würde sagen, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Däumchen da. Und wir sehen uns. Bis dann. Ciao.